Es gibt immer wieder Nachrichten, die ich über Social-Media-Kanäle bekomme, mit Hassbotschaften, auch von Leuten, mit denen ich natürlich nicht befreundet bin. Da ist natürlich auch immer die Frage, wie man sich verhält oder was man halt macht, um sich da zu schützen. Also von uns und von unseren Mitgliedern hat jeder schon mal was Nettes im Briefkasten gehabt. Und das ändert sich ja momentan so rasant. Das ist ja fast täglich. Ich setze mich seit 5 Jahren für die Verkehrsberuhigung bei mir im Wohnquartier ein. Wäre nie auf die Idee gekommen, dass das so emotional werden könnte, so eine Radikalisierung auch auslösen kann. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber allein die Anwesenheit, wir wissen, wo du bist, dann können wir uns dich irgendwann krallen, das bewirkt bei manchen Kommunalpolitikerinnen und Politikern was.